Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim KIMI Report der Arche Noah, der Freidenker und Körperbewussten, seit heute im War Room für die Abstimmung in der Schweiz am 28. November dieses Jahres. Und wir werden nach diesem relativ kurzen Teaser möchte ich euch wieder in diesen Salon oder eben War Room bitten, weil wir werden dort sehr detailliert über eine medizinische Maßnahme, neueste Erkenntnisse berichten, die auf dieser Plattform nicht besonders erwünscht wäre. Was uns ja umtreibt oder umgetrieben hat in den letzten Tagen sind die Escort Girls and Boys des Bundesrates, speziell von Herrn Berse. Er nennt sie aber ImpfberaterInnen. Und da haben wir verschiedenes Tolles lesen können: Hausbesuche und Anrufe für Unentschlossene. Dass also 1700 von diesen Impfberatern, wo niemand weiß, woher sie kommen, was sie können und wohin sie wieder werden, verschwinden. Wenn dann 99% dank diesem unerschrockenen Einsatz geimpft sind. Es war auch ein Papier des BAG im Umlauf, das unklar ist, ob es gefaked ist oder nicht, weil es hat ein bisschen viele Schreibfehler, dass die Geimpften doch ihre Briefkästen mit einem roten Kreuz markieren sollen. Es ist auch immer unglaublich, wie viele selbsternannte Wachhunde und Berufsempörte sich dann entsetzen können, dass man so etwas postet auf Facebook zum Beispiel und die nicht mal fähig sind, einen Text zu lesen, in dem ich auch noch geschrieben habe, es könnte, das BAG bestreitet die Echtheit dieses Schreibens, aber es passt eigentlich, es ist ja nur oder es wäre nur the top of the iceberg von dieser ganzen, wie nennt das der Perser? Impfoffensive, genau, mit 50 Franken Gutscheinen und eben diesen Impfberatern. Aber offenbar machen die Kantone nicht mehr alles mit, also da wurde diese Offensive zerzaust mit peinlich absurd Kanton Neuenburg gegen das Gesetz, Fragezeichen, die Ostschweizer Kantone geschlossen, das geht gar nicht und wir können da, woher soll überhaupt das Geld kommen, wer hat das legitimiert, ist das überhaupt legal, außer natürlich, da bin ich so stolz darauf, Kanton Basel-Stadt oder im Windschatten von Lucky Dirty Lukas Engelberger, die finden das super mit dieser Impfprämie von 50 Stutz oder und, ich weiß auch nicht, Viva la Grisha hieß es mal, ich glaube die beiden Steinböcke, die fallen jetzt dann in Ohnmacht oder der Tschatschen und der andere. Auch der Kanton Graubünden findet das auch ganz toll. Also naja, vielleicht die Pharma und die Höhenluft bekommt nicht allen gleich gut. Was ich davon halte, habe ich niedergeschrieben in Everyday KIMI, die Schweiz im Herbst 2021. Ihr wisst, wo ihr das findet, auf www.marco.kaimi. Corona Transition hat das auch gebracht. Vielen Dank an Stefan Seiler und Christoph Pfluger. Es macht wirklich Spaß, mit diesen Menschen da journalistisch, publizistisch zusammenzuarbeiten. Es sind die einzigen, die wirklich Synergien suchen. Natürlich Uncut News muss man auch ganz lobend erwähnen, super Sache, aber sonst, ich habe mich ja mehrfach schon geäußert über dieses eigene Schubladendenken. Es gibt immer wieder solche Dinge auf dem Blogseite von marcokaimi.ch, natürlich lange nicht alles von mir. Und wenn ihr diese Dinge, die von mir kommen, direkt auf den Laptop wollt, dann könnt ihr den Newsletter abonnieren. Da muss ich euch aber bitten, auf männerpraxis.ch zu gehen. Ich verspreche euch, ihr werdet da nicht zugemüllt, weil also ich schaffe jetzt einen Newsletter pro Woche in der Regel, mehr ist es nicht. Aber wenn ihr das möchtet, dann herzlich willkommen. Auf meiner Blogseite marcokaimi.ch habe ich auch eine Glory Voice mal, das ist jetzt vielleicht nicht, weil ich es nicht vorlese, sondern eine Glory
Hand of the Glory, Writing von einer Pianistin, die einen Schlumpfschaden bekommen hat, schon vor Jahren, also hat nichts mit der chinesischen Mikrobeimpfung zu tun, und beschreibt da, was sie medizinisch erlebt hat und wie das ihr Leben als Berufspianistin beeinflusst hat. Sie dachte eine Zeit lang, sie könne nicht mal mehr das Pedal am Flügel runterdrucken, findet ihr unter Everyday Kaimi 136. Also Berse mit Abfuhr bei den meisten der Kantonen. Da kommt dann ein Christian Fichter, der nennt sich Wirtschaftspsychologe und ist es wahrscheinlich auch. Ich finde, er hat auch noch einen kreativen Vorschlag. Die Impfung soll kosten. Erst 50, dann 100, dann 500 Franken. Ja, ich finde, man könnte da auch bis 500.000 Franken gehen. Und was er damit bezwecken will, ist diesen Black Friday-Effekt zu erzeugen. Nicht? Das ist ja nichts anderes im Prinzip als reduziertes Marketing. Das, die Verknappung von Produkten und dass man das Gefühl hat, man muss jetzt Black Friday diese Schnäppchen jagen, weil man sonst irgendetwas verpassen würde. Ich finde es langsam auch gut. Ich mache jetzt dann auch eine Kampagne, Impfquote 95%. Weil dann haben die 5%, die nicht geimpft sind, die haben dann wirklich definitiv Ruhe, weil kein Journalist, auch bei den Mainstream-Medien, schreibt über irgendwie eine Minderheit von 5%. Das ist ja langweilig, wer liest denn das? Oder lohnt es sich für die meisten wohlverstanden schlaffen Beizer da noch Kontrollen zu machen, wenn doch die Wahrscheinlichkeit, dass ein nicht geschlumpfter kommt, dann nicht mal mehr 5% ist. Also ja, super, Impfquote 95%, dann haben die 5% Gallier und Gallierinnen dürften dann wirklich, zumindest in der Schweiz, ihre Ruhe haben. Wir haben ja die letzten beiden über Versorgungsketten gemacht, die letzten beiden Videos unter anderem, oder also über Energie, Gaspreise, Lieferkettenunterbrechungen, leere Regale, auch im Lebensmittelsektor, massive Verteuerung. Und ich habe ja immer wieder gesagt in den letzten Wochen, irgendwann ist diese chinesische Mikrobe-Geschichte vorbei. Aber wir werden nicht in Ruhe gelassen werden, weil die Energiewende ist in vollem Gange. Und was findet man da auf dem Kurier? Jetzt wahrlich nicht ein progressives Medium, sondern voll mitten im Mainstream drin, kommt jetzt ein relativ langer Podcast mit dem Titel Blackout, weite Teile Europas werden stillstehen. Also ihr seht, man macht eigentlich einen soften Übergang von Pandemie zu Cyberpandemie vielleicht noch. Und das ist ja dann auch relativ nahe bei Stromversorgung. Also rüstet euch, es wird, die große Ruhe wird ja vielleicht momentan einkehren, aber nicht so wirklich, wirklich, wirklich. Die regierende Elite ist im Moment sehr, sehr kreativ drauf. Ich weiß nicht, ob sie neues THC, hochkonzentriertes, entdeckt haben oder ob es immer schneit dort bei den Reichen und Schönen. Keine Ahnung. Aber jetzt genug geschwafelt, geht's ab in den Salon. Ihr wisst schon, marcokaimi.ch. Und wir werden dort über die Covid-19-Impfungen sprechen. Fakten, Fakten, Fakten. Und wie gesagt, mein Abstimmungskampf ganz persönlich beginnt heute Sonntag, den 10.10.21, ist doch auch noch ein schönes Datum. Und einfach so als kleine Gebrauchsanweisung für die Abstimmung am 28. November, da muss Nein stehen. Einfach, weil manchmal ist es ja umgekehrt, statt Letztes muss Nein stehen. Ich wurde gebeten zu sagen, nicht zu früh diese Stimmzettel abschicken, weil was in Amerika passiert, kann in der Schweiz auch passieren. Und am besten die Empfehlung so von kritischen Wahlbeobachtern, am besten halt doch mal wieder selbst zur Urne zu gehen oder sich sogar als Stimmenzähler
bewerben. Wahlkampf hat auch damit zu tun, dass man Leute anspricht, dass man Leute in Gespräche involviert. Macht das nicht unbedingt am Arbeitsplatz, weil dort sind die Meinungen wahrscheinlich so gesteuert, so vorgefasst, da macht ihr euch unbeliebt, ihr gefährdet euch mit höchster Wahrscheinlichkeit, ohne etwas zu erreichen, aber macht das außerhalb vom Arbeitsplatz. Und gute Dinge, um da einzusteigen, ist eben, wenn man irgendein Merkmal hat, oder dass diese Herzen umarmbar, bekommt man auf umarmbar.ch oder diese Buttons da, die habe ich mal zugeschickt bekommen, weiß ich jetzt auch nicht genau, woher die sind. Ich nehme an, die Freunde der Verfassung könnten da Auskunft geben. Oder eben, jetzt wird es ja kälter und kälter, unsere Hoodies mit 3G, glücklich, gesund, gesellig, im Männerlook und im Frauenlook drin. Ich meine, die kosten um die 40 Franken, zum Teil nicht einmal. Ich habe die schon, was weiß ich, wie viel mal gewaschen. Also super Qualität, die Dennis Bart da liefert. Und das sind so Eyecatcher, wie man sagt, wo man dann relativ inoffensiv, weil 3G, glücklich, gesellig, gesund. Ich weiß nicht, ob das aggressiv ist. Ich finde nicht. Man kann es ein bisschen aggressiver haben, wenn man dann noch nicht geschlumpft Zeichen auf dem Ärmel hat. Wer das nicht möchte, man bekommt es selbstverständlich auch ohne. So sieht das ein bisschen größer aus dann. He? Und ganz herzlichen Dank einmal mehr für die Krötenwanderung. Da hat meine Frau Freude gehabt. Wir haben wieder mal die Chippendales bestellen können. Und auch meine diversen italienischen Sportwagen und englischen Sportwagen durften wieder mal in Service gehen. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ihr energetisiert uns auch damit, weil wir brauchen Energie. Ihr werdet es gleich sehen im Salon. Wir haben eine sehr aufwendige Produktion gemacht über diese neue medizinische Maßnahme. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich im Salon. Salut zusammen, bis nachher.